Ausverkaufte Veranstaltungen, Lachen ohne Ende und Kollisionen. Das sind Kollisionen mit Witz. So präsentierte sich einer der beliebtesten Kabarettisten im Brucker Stadtsaal. Und die erste Kollision gab's gleich mit unserer Redakteurin. Kulis oder Herr Kulis, war die Frage. Herr Kulis, Sie sind zum Zweiten. Herr Kulis. Okay, Herr Kulis. Ja. Es kommt nicht ganz so spontan. Gernot Kulis, das Zwei. Gernot Kulis, du bist das zweite Mal jetzt im... Herr Kulis, bei Gernot Kulis kann ich es nicht sagen. Nach einigen Versuchen hat es dann aber doch geklappt. Gernot Kulis bereits zum zweiten Mal im Brucker Stadtsaal, immer vor vollem Haus. Ist das eine Bestätigung für einen Kabarettisten? Ist schon was Schönes, ja. Also zweimal im Bruck an der Mur zu spielen mit seinem Programm, das spricht fürs Publikum. Ja, es ist doch so. Also sie haben anscheinend einen guten Humor hier. Ja, es sind ja nicht die gleichen 600 Leute wie voriges Jahr. Das kann man nicht so sagen, das könnte schon sein. Hat Bruck mehr als 600 Leute? Ja, ich glaube zwei mehr. Ah, okay. Es kommen vielleicht ein paar Wiederholungstäter auch, aber hoffentlich ein paar neue Leute, das wäre wichtig. Ja, es hat sich irgendwie eine gewisse Symbiose zwischen Gernot Kulis und der Mürmurzfurche ergeben, scheinbar. Also zweimal nach Bruck zu kommen, ist für mich was ganz Tolles. Ich liebe diese Stadt. Ja, wirklich. Ich spiele Eishockey oft in Kapfenberg, selber Eishockey. Gegen Werenka? Achso, der hat bei Kapfenberg unterschrieben. Schau, so gut kenne ich mich aus. Ja? Darcy Werenka. Aber nicht nur Eishockey ist ein Steckenpferd. Auch die Finanzministerin bekommt ihren Platz an diesem Abend. Darf ich zu Ihnen Witze sagen? Keine gute Idee. Und Probleme hatte er auch mit dem Angebot eines Sportgeschäftes, in dem es hieß Ski mit Bindung. Ich bin eine und habe gefragt, wie lange dauert denn die Bindung? Habt ihr jetzt überall schon eine Bindung oder was? Handy mit Bindung, jetzt ein Ski mit Bindung, oder wie? Wie lange, 12 Monate, 24 Monate, muss ich Roaming-Gebühren zahlen, wenn ich mit dem Ski ins Ausland fahre? Oder wie ist das? Themen aus dem Leben gegriffen. Gernot Kulis hat aber auch ein Privatleben. Wie lässt sich das vereinbaren? Du bist Ö3 Callboy, arbeitest hauptberuflich eigentlich beim Radio, kommst vom Radio ursprünglich an den Steiermark, jetzt als Kabarettist unterwegs, Frau und Kind zu Hause. Wie lässt sich das alles unter einen Hut bringen? Keine Ahnung. Doch, also es funktioniert, es läuft gut. Ich spiele zwar um die 100 Mal im Jahr und bin auf Tour durch ganz Österreich, aber man braucht eine gute Disziplin natürlich und jemanden, der das versteht zu Hause. Beides habe ich, Gott sei Dank. Vor wem probt man das Programm, bevor man damit auf die Bühne geht? Ich mache meistens so eine kleine Clubtour. Ich spiele in kleinen Kellern oder auch in Wirtshäusern zwischendurch. Auch im eigenen Keller? Auch im eigenen Keller, ja, der ist sehr klein. Also der ist mit 7 Leuten ausverkauft, schätze ich mal. Und ja, ich lese dann einfach ein paar Geschichten aus meinem Leben vor und schaue mal, ob das gut ankommt und passt. Und dann ist man meistens auch unterwegs in der Welt und schaut, dass man Kollisionen provoziert, dass einem Kollisionen widerfahren und irgendwann einmal ergibt sich ein Stand-Up-Programm. Böse Zungen behaupten, du bist ja ein Fan vom Flughafen in Ägypten. Ja, ganz genau, ja. Also ich war dreimal jetzt schon dort und ich versuche dort immer wieder eine Kollision anzubringen, das stimmt, ja. Also zwischendurch ist es auch ein bisschen gefährlich, das ist ein militärisch geführter Flughafen, Hurghada, aber ich bin auch jedes Mal gut davon gekommen. Und es war ein grandioser Abend mit dem Callboy Gernot Kulis in Bruck an der Mur. Er ist und bleibt der Kabarettist Österreichs, der das Ohr an den Menschen hat. Aber alles hat einmal ein Ende. So auch dieser Abend. Die 100 Meter Tafel zischen an mir vorbei. Ich drehe das Radio auf. Antenne Steiermark. Die haben schon Meldungen 5 Minuten bevor was passiert ist. Promi-Bonus, vielleicht habe ich einen. Super. Der in seiner Familie recht bekannte Gerhard Kulis ist heute am Mainzring gegen eine Mauer gekracht. Gerald Kulis war vor allem durch den Telefonboy und Professor König bekannt geworden. Sein geplantes Stück Schwulisionen wird Gerd Kulis nie aufführen für die Antenne Fritz Linner.